Hallo Leute, willkommen zurück zum iMyPhone YouTube-Kanal. Wie wir alle wissen, ist WhatsApp ein häufig genutztes Kommunikationstool. Daher ist es wichtig, dass wir unsere Dateien richtig sichern, wenn wir unsere WhatsApp-Daten, die Fotos, Chatverlauf und so weiter nicht verlieren wollen. Viele von uns entscheiden sich dafür, ihre WhatsApp-Foto auf den PC zu übertragen. Im heutigen Video zeige ich Ihnen, wie man das macht. Methode 1. iCloud zum Übertragen verwalten. Aktivieren Sie WhatsApp auf iCloud vor dem Beginn. Nach den folgenden Schritten überprüfen Sie, ob Sie es geöffnet haben. Gehen Sie zu den Einstellungen und tippen Sie dann auf Apple ID iCloud. Dann gleiten Sie nach unten, um WhatsApp zu finden sowie aktivieren. Öffnen Sie danach Ihr WhatsApp. Wischen Sie vom Kontakt aus nach links oder rechts und wählen Sie Mehr. Dann tippen Sie auf Chat exportieren. Medien hinzufügen. Und wählen Sie In Dateien sichern. Wählen Sie dann iCloud Drive. Besuchen Sie iCloud.com auf Ihrem PC und melden Sie sich mit derselben Apple-ID an. Klicken Sie auf Ihrem iPhone oder iCloud Drive. Darin können Sie ZIP-Dateien und den Ordner auf WhatsApp sehen. Laden Sie es auf Ihrem PC herunter. Nach erfolgreichem Download wird die ZIP-Datei auf Ihrem Desktop angezeigt, damit die Fotos in Ihrem WhatsApp erfolgreich auf Ihrem Computer gesichert werden können. Wenn Sie iCloud nicht verwalten möchten, können Sie die nächste Methode probieren. Methode 2. USB-Kabel verwenden. Als erstes verbinden Sie Ihr Telefon mit dem PC per USB. Geben Sie dann den Sperrbildschirmcode ein, um Ihr iPhone zu entsperren. Öffnen Sie nun den Datei-Explorer auf Ihrem PC und klicken Sie auf Ihr iPhone aus dem Navigationsbereich ganz links. Dann Doppelklick auf Internen Speicher und wählen Sie den Ordner aus, den Sie auf Ihrem PC übertragen möchten. Dann brauchen Sie nur noch zu warten, bis der gesamte Vorgang abgeschlossen ist. Die Zeit hängt von der Größe des Ordners ab, den Sie übertragen. Methode 3. Übertragung per E-Mail. Wenn die oben genannten Methoden zu schwierig sind, können Sie versuchen, Fotos per E-Mail zu übertragen. Öffnen Sie Ihr WhatsApp, klicken Sie auf den Chat, den Sie exportieren möchten, und wählen Sie dann Chat exportieren. Wählen Sie die gewünschte Datei aus, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Sie die Dateien exportieren möchten, und klicken Sie auf Senden. Nummer 4. My iPhone iTransfer for WhatsApp ist die nützlichste Methode zum Verwalten und Wiederherstellen von WhatsApp-Fotos. Schauen Sie mal, wie es funktioniert. Laden Sie zunächst iTransfer for WhatsApp auf Ihrem PC herunter. Klicken Sie auf Wiederherstellung, Exportieren von WhatsApp-Sicherungen in der unteren linken Ecke. Wählen Sie ein Backup aus der Liste aus und klicken Sie auf Gerät wiederherstellen. Hinweis: In einem Pop-up-Fenster werden Sie gefragt, ob Sie das WhatsApp-Backup von der Wiederherstellung in der Vorschau angezeigt werden möchten. Sie können diesen Schritt überspringen, um das Backup direkt wiederherzustellen. Dann verbinden Sie Ihr iPhone mit dem PC, sobald Sie bereit sind, die Wiederherstellung zu beginnen. Vergessen Sie nicht, Ihr Gerät zu entsperren und dem Computer zu vertrauen. Dann klicken Sie auf Wiederherstellen. Damit wird die Wiederherstellung gestartet. Danach brauchen Sie nur noch auf das Ende zu warten. Die Wiederherstellungsdauer hängt von der Größe der Daten ab, die Sie wiederherstellen möchten. Okay, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann kommentiert doch und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal!